Leon Goretzka und der FC Bayern München haben sich auf eine Zusammenarbeit ab Sommer geeinigt. Ein Transfer noch in dieser Wintertransferphase ist aber nicht kategorisch ausgeschlossen, zumindest aus Sicht von Schalke 04. Der FC Schalke verdient keinen Cent am Wechsel von Leon Goretzka, der S04-Vertrag des 22-Jährigen läuft aus. Ein Abschied noch in dieser Wintertransferphase ist jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen, zumindest von Schalker Seite. Wenn Karl-Heinz Rummenigge in dieser Frage anriefe, würde ich mich mit ihm darüber unterhalten, sagt Sportvorstand Christian Heidel. Wir müssen schauen, was das Beste für Schalke 04 in der Rückrunde ist. Will Schalke doch noch etwas Kasse machen mit Goretzka? Das steckt eher nicht hinter Heidels Aussage. Hintergrund ist vielmehr folgendes. Schalke ist nicht frei von der Sorge, dass sich Goretzkas Wechsel, und wie alles in den vergangenen Wochen gelaufen ist, in der Rückserie negativ auf die Leistung der Mannschaft auswirken könnte. Zum Beispiel dann, wenn es am Sonntag gegen Hannover 96 nicht bei einem einmaligen Pfeifkonzert der Fans bliebe, sondern sich diese Grundhaltung auf den Rängen bis Mai durchzöge. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass die Mannschaft einen Ausfall Goretzkas durchaus kompensieren kann. Seit Oktober mussten die Schalker siebenmal gänzlich ohne ihren verletzten Vizekapitän auskommen, verloren haben sie in diesem Zeitraum nur einmal. In der Vorwoche bei Regionalbahn Leipzig, 1:3. Trotz Heidels Signalen Richtung München ist ein Wechsel noch im Januar unwahrscheinlich. In seinem Statement, das er am Freitag in sozialen Netzwerken verbreitet hat, heißt es indes eindeutig: Ich möchte jetzt nicht Abschied nehmen, denn ich spiele noch die Rückrunde.